Das ist der Restock, das ist der Sale. Restock Sale. Oh, Baba Bowie. Okay, das war ein bisschen zu hart, aber die Sachen sind ja noch alle original verschweißt und gut gesichert. Und wir haben hier, oh, das ist besonders schwer, wir haben hier einiges. Wir haben hier denn bei Poké wird den neuen Restock Plus Sale. Und für den Zwanni, für eine Zenit der Könige, ja, Box, nee, wir nehmen die hier, die ist ein bisschen schwerer. Habe ich mir gedacht, können wir es mal wieder versuchen, endlich die Goldkarte zu ziehen. Gib den Kobold die Goldkarte, Mann, endlich! Von daher schaut sehr gerne bei Pokewirt vorbei und nutzt den Code im Warenkorb, gebt den Code ein, dann wird er kostenlos. Und das ist einmal der Code für die Tinbox. Hier haben wir einmal die wunderbare Galar Zapdos Speedrunner Promokarte. Freunde, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Zenit der Könige, weswegen ich jetzt einmal hier Platz mache und wir direkt mal reingehen. Was kann ich euch zu diesem Restock Sale denn alles erzählen? Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit noch die normalen Zenit der Könige Restocks mit den Sashian Samasenta Boxen. Das war schon sehr, sehr geil. Und jetzt hat halt der Shop auch noch die normalen Tins. Und ihr wisst, Freunde, bei dem ein oder anderen Video habe ich schon erwähnt, ich mag die Tin-Boxen. Wirklich, ich mag sie sehr. Okay, wir haben direkt eine Hitkarte. Ich weiß nicht auswendig, welchen ich brauche, aber einen von den neun brauche ich unbedingt noch. Und einmal Heliosk. Würde sagen, Preis-Leistung, 4 Booster mit einer Promokarte plus Tin. Man kann dazu ja noch Karten lagern. Oh, okay. Wir haben irgendwas. Finde ich ganz cool. Es ist ein starkes Set. Und es ist alles nur Vorwand, bis wir weiter aufmachen, bis wir die Goldkarte ziehen. Das ist die traurige Wahrheit. Wir haben einmal die Raygun. Hört sich eigentlich eher an wie die Zombies, bei der es die Raygun gibt. Okay, was ist der Hit? Wir haben hier irgendwas. Das könnte auch vielleicht eine V-Karte sein. Schauen wir mal, was wird. Und es ist ein Samasenta V und das ist eine coole V-Karte. Vor allem das Auge erinnert mich ein bisschen an Broly. Aber ja, nicht nur Zenit der Könige gibt es im Restock-Sale, sondern auch das allzeit bekannte Shiny-Set, was wir uns auch gleich anschauen werden. Drei Karten, die Karten kleben so ein bisschen. Vielleicht ist das auch sogar ein Reprint, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Wir haben einmal den Hitsauger, Bidoof, den Trank. Ach. Auch in Schwert und Schild. Sonnenkern, Umweltverschmutzung, Kyogre. Und einmal Leon unterschriebene Karte. Und das letzte Booster, Booster 4 von 4. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch mit dem aktuellen Preis bei Poké wird es auch der günstigste Preis auf dem Markt ist. 1999 ist schon gut. Wir haben einmal die Katzentransportbox. Daher schaut die Katze dann raus. Keine Ahnung, was das sonst darstellen soll. Aber ich sehe, dass wir wieder irgendwas haben. Okay. Haben wir den Kartentrick gemacht? Nee, haben wir nicht. 1, 2, Faustdreier. Ja, ich dachte es mir schon, dass da noch was dahinter wäre. Gehen wir einmal rein. Tangela Merkel, Beyblade Pokémon, Energy, 360 Wulu, wichtig. Und ein Zeraora V-Max. Sehr, sehr cool. So düster und dunkel, aber er ist texturiert. Also Pullratentechnisch war es gar nicht mal so schlecht. Wir hatten eigentlich, ich glaube, in jedem Booster sogar eine Hitkarte gehabt, aber davon gibt es auch einen Restock und Sale. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, als ich davon erfahren habe, dass das nochmal reinkommt. Wir öffnen in jedem Video ein Booster. Bis wir die Shiny Mew-Karte ziehen, Reihe, ist das ein oder andere bei Pokéwirt Sold Out gegangen. Und auch wenn ich schon oder noch immer ein bisschen was da habe, ist das nicht förderlich, weil irgendwann ist das nicht mehr da. Und wir wollen ja dieses Mew ziehen. Wie weit kann ich reinzoomen? Diese Karte hier. Wir ziehen ziemlich oft die Studenten. Und wenn wir uns das mal anschauen, sind die Studenten genau vor Mew. Okay, Gardevoir ziehen wir nicht so oft, haben wir nur einmal gezogen. Aber es ist immer anscheinend ein Close Call, wenn wir Studenten ziehen. Aber wir wollen die hier haben. Und das ist wirklich wichtig, Freunde, damit mehr Booster davon reinkommen. Weil dann ist das Projekt gesichert. Einmal unsere Karten Trainer, Energiebull-Karten. Dann haben wir einmal die wunderbare Promokarte Mimikyu. Chat, ich kann euch nur raten, holt euch diese Karte. Das ist ein Altart Shiny Mimikma von Arita gezeichnet. Ich lasse sie jetzt mal drinnen, weil die Promokarten anscheinend nicht mehr extra verpackt sind. Das haben wir ja bei Stellar Krone gesehen. Einmal die Sleeves, die wir dabei haben und unsere Booster. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
neun Booster. Eigentlich wäre es smarter, wenn ich jetzt diese Booster aufbewahren würde für den Hauptkanal. Aber das kam ja gerade erst rein, deswegen bin ich guter Dinge. Eigentlich, ja, wenn wir jetzt Mew ziehen, dann werde ich es in irgendein Hauptkanal-Video reinschneiden müssen und dann erklären, weil neun Booster sind neun Booster und Minecraft Shiny und einmal Professor Mami. Aber das ist halt so ein toller Nebeneffekt. Wir ziehen halt wirklich viele Baby-Shinies. Manchmal öffnen wir ja auch noch ein paar Booster zusätzlich, wie jetzt hier zum Beispiel. Aber ja, ich will eigentlich nur noch das Shiny Mew. Glurak haben wir gezogen. Van Gogh! Gardevoir haben wir gezogen in einem Short. Ich werde es nicht vergessen. Das war eigentlich für ein Video geplant, das Produkt. Dann war es im Short und ja. Der Inselmeister. Und es fehlt halt jetzt nur noch Mew. Wir haben sie, glaube ich, als Shiny gezogen. Ich weiß es gar nicht. Aber halt nicht für mich. Das ist der springende Punkt. Blitzenergie. Nimona. Natu. Sonderbonbon. Zuckerwatte. Schmeckt das dann auch nach Zuckerwatte? Nimonas Rucksack. Okay, wir haben eine Baby-Shiny. Wir haben verschimmelten Affen. Aber ich mag Mankey. Das ist die Gen 1 Liebe. Raichu. Was natürlich auch cool wäre, wenn wir vielleicht sowas wie Shiny Pikachu ziehen würden. Das ist, glaube ich, die aktuell teuerste Baby-Shiny aus dem Set. 20, 30 Euro. Das ist schon etwas länger her, als ich da nach den Preisen geschaut habe. Aber ist das halt Pikachu. Es ist Alpollo. Nee, Nebulak. Bacon. Cleave, 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 Raygun. Okay, wir ziehen die Shiny Erdwurst. Eine blaue Erdwurst. Keine rote, eine blaue Erdwurst. Und Professor Mami. Ich muss sagen, bis jetzt, jedes Booster ein Hit. Mir gefällt das. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Restock oder ein Reprint ist. Ihr könnt es ja gerne berichten. Solltet ihr auch davon was aufmachen. Es ist wirklich, ihr wisst, Freunde, ich bin ein Fan vom Shiny Set. Sie haben bei dem Shiny Set viel richtig gemacht. Wir haben hier nicht nur die normalen Full Art Shinies, wir haben auch alternative Artwork-Karten. Plus die Träne, die vergesse ich immer wieder. Hello there. Die Träne, die vergesse ich nie, weil ich sie immer ziehen muss. Das meine ich. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das im Print Sheet danach die Mew-Karte wäre. Aber wir immer den Träne ziehen, das kann nicht wahr sein. Vor allem, es lohnt sich nicht mal, die einzusleeven, weil dieses Sleeve einfach wertvoller ist als die Karte. Oder es war der Toploader. GG, an der Stelle lasst mich gerne wissen, wie eure Reprint oder Restock, ich glaube, es ist eher ein Reprint, wie eure Trainerboxen so waren. Habt ihr das Shiny Mew denn schon gezogen? Oder habt ihr gesagt, oder sagt ihr euch, nee, wir gehen lieber in Zenit und holen die Goldkarten, die ich auch noch, wir haben eine gezogen, das war das Dialga, glaube ich. Aber alle anderen nicht mal in den Breaks. Das ist wirklich, das ist eigentlich noch viel, viel wichtiger als das Mew. Hund, Affe und wir haben eine Shiny Mopex aus Need for Speed. Zwei Booster Magic haben wir noch. Also ich muss sagen, ich bin trotzdem mit der Box bisher zufrieden. Wir haben hier viele Baby-Shinies gezogen und wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann so viele haben. Felino Black. Dass ich dann wirklich sage, okay, ich bohre jetzt vielleicht nur noch eine Handvoll, dass ich das auch vervollständige. Ist eigentlich nicht meine Mission, weil es mir einfach zu viele Baby-Shinies sind. 3 FPS Stadt und einmal Riesenzahn. Aber ja, wer weiß, was wir noch alles so ziehen werden. Last Pack Magic, Freunde. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin zufrieden. Wir haben heute coole Karten gezogen. Bacon. The Boys. Aber jetzt noch eine Full Art Shiny. Das wäre doch noch was. Okay. Ist das eine Full Art Shiny? Er sieht halt immer danach aus. Last Pack Magic. Ist es ein Full Art oder Baby Shiny? Es ist auf alle Fälle eine Shiny. Es ist ein Forstelka Shiny EX Terra Kristall. Nehme ich mit. Bin ich zufrieden. Und das war's. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Schaut auf alle Fälle bei Pokéwert vorbei. Wirklich coole Preise, coole Produkte, cooler Shop. Denkt ans gratis Booster. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Freunde, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Shiny Mew ziehen werden. Verdammt!